Hallo, liebe Mitbürger. Es gibt mehr. Dieses Leben, das wir hier haben, es gibt mehr. Es ist nicht das, was du im Alltag so durchgehst und das ganze Jahr Tag ein, Tag aus durchgehst. Es gibt mehr. Ich lese dir jetzt ein Zeugnis vor und ich bitte dich einfach aufmerksam zuzuhören. Mach dein Herz dazu auf. Und hör zu, du wirst es verstehen. Du wirst am Schluss schlussendlich den Sinn des Lebens verstanden haben. Schau dir mal diese Perspektive an. Du hast sicherlich alles Mögliche probiert. Jedweden Unsinn der Welt gemacht. Und wie gerne würdest du von neuem starten? Nicht wahr? Nicht, um es noch Ärger zu treiben, sondern schlussendlich einen sauberen Anfang zu machen. Was das für dich auch heißt, das kannst du nicht mal definieren. Du wirst nur sagen, viele Dinge anders machen, alle Dinge anders machen. Was heißt das schon? Der Mensch ist fehlerhaft. Wie wäre es mit einem so sauberen Start, dass dein Leben so clean ist, alles so clean, wunderbar weiß? Wäre das ein schöner Anfang? Wer wünscht sich das nicht? Es wäre doch herrlich. Nur wie? Wie soll das gehen? Ich lese dir jetzt mal dieses Zeugnis vor. Es gibt mehr. Behalte das im Herzen. Vom Teenie-Alter an hatte ich eine undefinierbare Sehnsucht. Sie begleitete mich ständig. Ich hatte den innigen Wunsch nach einem tiefen Sinn im Leben. Ein unstillbares Verlangen nach einem höheren Ziel. Ich war nicht zufrieden mit dem Gedanken, geboren werden, zur Schule gehen, einen Beruf erlernen, Geld verdienen, Familie gründen, Rente beziehen und dann irgendwann einmal der Tod. Ich fragte mich, ist das alles? Irgendetwas sagte in mir, es gibt mehr. Ich wusste nicht, was es war, doch eins war mir klar, ich musste es finden. Mit 18 begann bei mir eine jahrelange Suche nach dem Sinn des Lebens. Sie führte mich durch viele Länder der Welt, mal als Tramper, dann als Seemann. Hier und da jobbte ich und probierte vieles aus, was die Welt so zu bieten hat. Aber was ich wirklich suchte, fand ich nicht. Egal was ich machte, immer blieb eine Leere in mir, und das trotz vieler unvergesslicher Erlebnisse und Abenteuer. Nichts von alledem konnte meine Sehnsucht nach echtem Leben wirklich stillen. So blieb ich am Ende innerlich unerfüllt und kehrte nach vielen Jahren desillusioniert nach Hause zurück. Doch dann hatte ich ein Erlebnis, das zu einer totalen Wende in meinem Leben führte. Voraus ging ein kurzes Gebet, in dem ich Gott aufrichtig bat, mir bei der Suche nach dem wahren Leben zu helfen. Die Antwort kam fast postwendend. Am nächsten Tag traf ich einen jungen Mann, der mich mit einer Frage überraschte. Kennst du Jesus? Nun, ich hatte als Kind Religions- und Konfirmandenunterricht gehabt, aber ab und zu ging ich zur Kirche. Öfters hatte ich auch gebetet. Ich glaubte schon, dass es einen Gott gibt. In gewissem Sinne war ich religiös, aber mehr auch nicht. So konnte ich diese Frage des jungen Mannes nicht mit Ja beantworten, denn ich kannte Jesus in Wirklichkeit nicht. Ich hatte keine Beziehung zu ihm. Er schien mir einfach zu weit weg zu sein. Dieser junge Mann lud mich zu einer christlichen Veranstaltung ein, die am selben Tag stattfand. War das Zufall oder eine Antwort auf mein Gebet am Vortag? Ich ging zu dieser Veranstaltung, bei der jemand über das Thema sprach: Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese Predigt ging mir durch und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Auf einmal wusste ich, Gott ist real und das Leben, wonach ich jahrelang gesucht hatte, finde ich in diesem Jesus. Nicht lange danach bat ich Jesus Christus darum, mir alle meine Schuld zu vergeben, die ich auf mich geladen hatte. Ich lud ihn auch ein, als mein persönlicher Herr und Retter in mein Leben zu kommen. Kaum hatte ich zu Ende gebetet, da geschah etwas, was ich mir nicht erklären konnte. Ich spürte plötzlich einen Frieden, den ich vorher noch nie gekannt hatte und wusste mit absoluter Sicherheit, Jesus
lebt. Das erfreut mein Herz, genau dies. Vorher hatte ich ihn nur vom Hörensagen gekannt, doch in diesem Moment war ich ihm begegnet. Ich hatte plötzlich die Gewissheit, dass er lebt und dass ich jetzt auch ewiges Leben habe. Ich konnte es nicht erklären. Ich wusste es einfach. Meine Ruhelosigkeit war vorbei und meine innere Leere gefüllt. Ich war am Ziel meiner Suche nach echtem Leben angekommen. In der Bibel steht dazu, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Daher haben wir auch alle eine Sehnsucht nach dem Ewigen. In uns ist ein Vakuum, das nur Gott füllen kann. Wir haben einen Hunger, der durch nichts, was die Welt zu bieten hat, gestillt werden kann, sondern nur allein durch Gott. Nach meiner Hinwendung zu Jesus Christus begann für mich ein neues Leben, ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Das hat nichts mit äußerer Religiosität zu tun, sondern mit einer echten, lebendigen Beziehung zu Gott. Nun lebe ich mit Jesus schon seit vielen Jahren und nicht einen einzigen Tag davon habe ich jemals bereut. Gott gab mir ein sinnerfülltes Leben und manchmal überschüttete er mich in seiner Liebe nur so mit seinem Segen. Dennoch erlebte ich auch Zeiten, die mir nicht leicht fielen, ja sogar richtig schwer waren. Wie bei jedem anderen gab es auch bei mir so manche Baustelle. Christsein heißt ja nicht, dass man immer nur auf Wolke 7 schwebt. Doch rückblickend kann ich sagen, Jesus hat mich in all den Jahren nie allein gelassen. Er hat mir immer geholfen. Manchmal kam seine Hilfe spät, aber stets rechtzeitig. Und er gab mir eine Vision, eine Bestimmung für mein Leben, für die es sich lohnt, alles zu geben. Seitdem bin ich erfüllt mit dem starken Wunsch, dass noch möglichst viele Menschen Jesus kennenlernen. Nur er schenkt das Leben, wonach sich im Grunde genommen jeder sehnt. Wenn auch du dieses Leben erfahren möchtest, kannst du es finden. Bitte doch Jesus darum in einem persönlichen Gebet. Er selbst sagt, wenn der Vater zu mir zieht, dann werde ich nicht abweisen, steht geschrieben. Wenn der Vater zu mir zieht, dann werde ich nicht abweisen. Der Vater im Himmel zieht dich, lieber Mitbürger, schlussendlich zum Evangelium, zum Herrn Jesus Christus, zu dem, was er für dich gemacht hat am Kreuz. Jetzt darfst du entscheiden. Das, was ich dir als Zeugnis gelesen habe, das ist nicht von mir, aber jeder einzelne wahrhaftige Christ, wiedergeborener Mensch, kein Kirchgänger, sondern wiedergeborener Mensch, der wird bestätigen, dieser Frieden, der da in das Herz kommt, das ist nicht das von der Welt. Es gibt einen Frieden der Welt. Der Herr Jesus Christus sagt selber, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gebe ich euch. Das heißt, es gibt einen Frieden der Welt, ist temporär, es vergeht, darüber muss man nicht lang denken, man kennt es, oder nicht wahr, lieber Mitbürger? Es vergeht, es ist kurzzeitig, es flammt auf, irgendetwas, was man gekauft hat, erlebt hat, gemacht hat und das ist weg. Es ist kurzzeitig Frieden und Ruhe und Sicherheit und ja, und dann ist es vorbei. Aber ewigen Bestand, ewiger Frieden in deinem Herzen, das muss andere Qualität sein. Das ist der Frieden Gottes. Das geschieht nur, wenn die Sündenschuld weg ist, wenn die Schuldschrift ausgetilgt ist. Das muss weg. Erinner dich, so, alles piekfein, alles sauber, noch mehr sogar, weißer wie Schnee, wie es geschrieben steht. Das will der Herr Jesus Christus an dir tun, lieber Mitbürger. Willst du den Herrn Jesus Christus, wie du es im Herzen glaubst, prüfen es, weil nur mit dem Munde bekennen, das ist eine Scheinbekehrung. Die Frage ist, glaubst du vom Herzen, nicht einfach mit Verstand? Mit Verstand kann man alles Mögliche aufnehmen und verarbeiten und ausführen sogar, ohne Anleitung sogar, das geht alles, nicht wahr? Glaubst du vom Herzen, dass der Herr Jesus Christus für deine Sündenschuld am Kreuz bezahlt hat mit seinem Heiligblut, dass er für dich am Kreuze hing,
dass er für dich starb, dass er auferstanden ist von den Toten am dritten Tag. Glaubst du das? Das hat er für dich getan, damit deine Sündenschuld weg ist, damit dafür bezahlt ist. Glaubst du das? Wenn es vom Herzen glaubst, dann tut's auch was im Herzen. Bekenne nun, wie du es im Herzen glaubst, rufe zum Herrn Jesus Christus. Etwa so. Etwa so, ja. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich erkannt habe, dass ich dich brauche. Bitte vergib mir, dass ich so lange ohne dich gelebt und Dinge getan habe, die dir nicht gefallen. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz bezahlt hast. Und nehme dich jetzt als meinen persönlichen Herrn und Retter an. Übernimm du ab heute die Führung meines ganzen weiteren Lebens. Amen. Liebe Mitbürger, ich hoffe, dass du dich wirklich vom Herzen richtig so entschieden hast. Und wenn es so ist, du brauchst weitere Anleitung, schlussendlich, wie es für dich weitergehen soll als ein wiedergeborener Mensch, als ein Kind Gottes. Du sollst schlussendlich die Heilige Schrift haben. Kommentarfeld ist es angegeben. Du sollst in eine bibeltreue Gemeinde gehen. Gemeinde ist nicht, wie soll ich sagen, du verstehst, Gemeinde, bibeltreu. Es gibt auch unbiblische, es gibt auch Sekten, die du niemals hineintappen sollst. Habe ich selber alles erlebt am Anfang des Weges. Tu es dir nicht an. Wähle nicht selber einfach irgendeine Gemeinde aus. Geh ja nicht irgendeine vorörtliche Kirche oder so, weil du denkst, das passt schon. Das sind ja auch Christen. Ja, gibt wiedergeborene Menschen drunter, im Einzelfall, irgendwo. Vielleicht nicht mal bei dir vor Ort, vielleicht nicht mal in der Stadt, irgendwo. Du darfst nicht in irgendeine Kirche hineingehen. Bibeltreue Gemeinde ist im Normal, absolut Normalfall, getrennt vom Staat sogar. Es hat nichts vom Staat sich sagen zu lassen, im Normalfall, wie gesagt. Darum. Ich brauche dazu nur deine Postleitzahl, ich brauche auch nicht deinen Namen zu wissen, um das geht's mir nicht. Sondern du sollst einen sauberen Anfang machen. Du wirst Geschwister um dich brauchen, die mit dir zusammen den Lauf auch weitergehen. Aber du sollst dich nicht an Menschen klammern, sondern an den Herrn Jesus Christus, der dich immer begleitet, der dich immer festhält, der zu Ende führt, was er Gutes an dir angefangen hat. Er liebt dich über alles. Du bist sein Eigentum geworden, wenn du es vom Herzen glaubst, wie es dir verkündet wird, wie dir vorgelesen wird. Es liegt an dir. Du kannst falsch weiterlaufen am Anfang des Weges und du wirst Probleme kriegen in geistiger Art, die ich dir niemals sagen würde, versuch's mal. Diese Schiffbrüche in dem geistigen Leben, die du jetzt hast, wo du jetzt ein Eigentum Gottes bist, sollst du nicht durchmachen müssen. Das wird dir immensen Schaden zufügen. Alles selbst erlebt, alles selbst durchgemacht. Ob selbst verschuldet oder von anderen einem angetan, du kannst dies alles vermeiden, wenn du einen sauberen Anfang machst. Lass dir das gesagt sein. Darum, ich kann dir helfen, wenn du möchtest. Alleingang empfehle ich dir auf keinen Fall. Genau. Und auch sonst die anderen Links im Kommentarfeld, beherzige sie. Aber versinke nicht darin. Verplempere deine Zeit nicht auf gut Deutsch mit
YouTube-Videos und alles, auch alles am Anfang selbst gemacht. Darum kann ich das einfach so weitergeben. Stunden kann man verbringen, Predigten angucken, Jesus-Filme angucken. Verfilmungen gibt es ja viele. Muss nicht sein. Wichtig ist die Heilige Schrift und bibeltreue Gemeinde. Dann die Heilige Schrift viel lesen, so viel wie du nur kannst, und ein aktives Gebetsleben halten. Für den Anfang muss das so sein. Und dich entfernen von weltlichen Dingen, die dich beschmutzen. Es gibt weltliche Dinge, die du machen kannst, absolut klar, aber du kannst nicht mehr die Perversionen der Welt, die jeder einzelne Gottlose so tut, darfst du nicht machen. Ferne von alledem. Ferne. Unbedingt. Halte es ein, lieber Mitbürger. Ha, lieber Bruder, liebe Schwester. Hoffentlich bist du einer geworden, lieber Bruder. Ha, lieber Mitbürger. Höre drauf. Ein sauberer Anfang. Du wirst Fehler machen. Du wirst Nöte hineinkommen. Selbstverschuldet oder von anderen dir angetan. Aber der Herr geht mit dir durch. Und du wirst in der bibeltreuen Gemeinde dann lernen, wie es weitergeht für dich. Höre drauf. Sprich mit dem Pastor und Gemeindeältesten. Die werden dir auch weiterhelfen können in deinem weiteren Lauf auf dem schmalen Weg, auf dem du nun bist. Kommentarfeld ist offen. Alle Kommentare werden zurückgehalten, dass sie kontrolliert werden. Und auch über lange Zeitraum bekomme ich schlussendlich die Kommentare unter diesen Videos. Wenn ich sie offen halte, die Kommentare, sind sie nach 3 Monaten für mich nicht mehr ersichtlich. Also darum, wer Kommentar hineinschreibt, taucht nicht gleich auf, nicht traurig sein. Kommentarfeld ist offen, nur die Kommentare werden zurückgehalten. Manchmal kommen eigenartige Dinge auf von Leuten, die da denken, sie könnten sich ein Spielchen erlauben. Nur manchmal kommt das selten. Verschwendet nicht eure Zeit. Meine Zeit verschwendet ihr nicht. Weil ich sehe diese komischen Dinge, wenn einer einen komischen Satz oder so schreibt und sich als Christ versucht auszugeben. Müsst ihr nicht. Ihr verschwendet eure Zeit, nicht meine. Amen.